Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Videoandacht am Sonntag Rogate aus der Kirchengemeinde Langenstein-Niederwald. Schön, dass Sie an den Bildschirmen mit dabei sind. Der Sonntag Rogate ist durch das Thema Gebet bestimmt. Der Wochenspruch aus Psalm 66 gibt unserem Glauben Ausdruck, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern für uns, unsere Freude und unsere Not empfänglich ist. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Ein Sprichwort lautet: Gut gesungen ist doppelt gebetet. Nach diesem Motto möchte ich Sie einladen, mit dem folgenden Lied singend zu beten. Ich lese aus dem Matthäusevangelium. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern, wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, zwei Tipps schickt Jesus dem Vater unser voran. Der erste: Wenn du betest, so gehe in dein Kämmerlein. Ja, so war es in den vergangenen Wochen seit dem Lockdown. Nicht nur mit dem persönlichen Gebet, von dem Jesus hier spricht, sondern auch das Gemeindeleben in den Kirchen war wie viele andere Lebensbereiche in die Häuser verlegt. Neben Homeoffice und Homeschooling war, so könnte man sagen, für Kirchenbesucher Homepraying angesagt. Viele Kirchengemeinden haben in dieser Zeit an eine alte Tradition angeknüpft: das Gebetsläuten mit der Vater-Unser-Glocke. Seit vielen Jahrhunderten erklingen ja von unseren Kirchtürmen Glocken. Sie strukturieren den Alltag und das kirchliche Leben. Sie laden ein zu Gottesdienst und Gebet. Und es ist schön, dass über diese Videoandachten viele Geläute unseres Kirchenkreises nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar werden. Die Glocken verbinden uns mit unseren Kirchen, die wir gut 8 Wochen lang nicht für Gottesdienste betreten konnten. Sie verbinden uns aber auch untereinander und mit Gott, weil sie feste Zeiten vorgeben, zu denen wir uns in Gedanken oder im Gebet als Gemeinde verbinden können. Manch einer hat, wie ich hier und da gehört habe, für sich die alte Tradition wiederentdeckt, nämlich beim Läuten der Vater-Unser-Glocke kurz innezuhalten und ein Vater-Unser zu sprechen, wie es unsere Vorfahren noch ganz selbstverständlich getan haben, ob im Kämmerlein oder wo immer man sich gerade aufhielt. Ich würde mir wünschen, dass auch dann, wenn wir nun Gott sei Dank wieder gemeinsam in den Kirchen beten können, das persönliche Gebet im Kämmerlein weitergeht. Die Glocken und das über den Tag verteilte Gebetsläuten können uns dabei eine Hilfe sein. Der zweite Tipp: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern. Vielleicht liegt es daran, dass ich über die Kirchenmusik zur Theologie gekommen bin, dass ich ein Freund von geprägten Gebeten bin, den biblischen Psalmen und den Kirchenliedern unseres Gesangbuchs. Ich bin froh, dass es diese bewährten Texte gibt, auf die ich zurückgreifen kann. Und dass es in meinem Leben feste Orte und Zeiten für diese geprägten Formen gibt. Etwa der Besuch einer Kirche, das gemeinsame Tischgebet, vor allem aber die gemeinsamen Gottesdienste. Wie schön, dass die jetzt wieder möglich sind. Die alten Worte und die in ihnen erfahrbare Verbundenheit mit anderen helfen mir über Zeiten hinweg, in denen mein persönliches Gebet an Kraft verliert oder ganz zum Verstummen kommt. Wenn ich Zweifel habe oder wenn ich zu erschöpft oder schlicht zu bequem bin, dann tut es gut, mir klarzumachen: Wir beten auch schon mit unseren Beinen, wenn wir in eine Kirche gehen, auch ohne viele Worte zu verlieren. Oder wenn wir für andere oder für uns selbst eine Kerze entzünden. Hier in der Jakobskirche sind im ganzen letzten Jahr nicht so viele Teelichter entzündet worden wie in den vergangenen Wochen. Stille Gebete in schweren Zeiten. Wir bergen uns in den vertrauten Worten, die Menschen vor uns und für uns gedichtet und bezeugt und geglaubt haben. Wir leihen uns die Sprache der Toten, wie es ein Theologe ausgedrückt hat. In meiner Arbeit als Seelsorger, vor allem im Umgang mit älteren oder verwirrten Menschen, spüre ich immer wieder, welche Kraft die vertrauten Worte haben. Worte, die in der Kindheit auswendig gelernt worden sind und Menschen wie ein sicheres Handgepäck durch das Leben begleiten. Allen voran das Vaterunser. Wie wichtig
ist es dieses Handgepäck bei Zeiten in der Familie, im Kindergarten, im Konfirmandenunterricht mit auf den Weg zu bekommen, damit es später abrufbar ist. Wie existenziell das ist, habe ich in den vergangenen Wochen immer dann erlebt, wenn das gemeinsame Vaterunser bei einer Trauerfeier unter Corona-Bedingungen im kleinsten Familienkreis und ohne Gesang und Musik der dichteste Moment der Aussegnung oder der Beerdigung war. Liebe Gemeinde, die alten Gebete und Lieder der Bibel, die wir uns von den Toten dankbar leihen und gebrauchen können, erinnern mich an ein, wie ich finde, treffendes Bild für das Beten, das von Martin Luther überliefert ist. Was heißt beten? Beten heißt, den Mantel weit ausbreiten, um von Gott Gutes zu empfangen. Wie beim Märchen vom Sterntaler, das am Ende die Taler, die vom Himmel gefallen sind, in sein Kleidchen sammelt. Den Mantel weit ausbreiten. Nach diesem Bild besteht der Sinn des Gebets nicht in erster Linie darin, dass wir Gott veranlassen, etwas zu tun, was wir für gut halten, sondern dass wir uns durch unser Bitten für Gottes Wirken an uns öffnen. In diesem Sinne hat Jesus zu den Menschen gesagt: Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und voller Vertrauen konnte er zu Gott beten: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie gut, dass er uns an seinem Vertrauen teilhaben lässt, indem er uns sein Gebet, das Vaterunser, gegeben hat. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Lasst uns beten. Gott, du hörst uns, wenn wir zu dir beten. Dafür danken wir dir. Hilf, dass wir in aller Ungewissheit und Angst nicht das Vertrauen verlieren. Lass uns und die anderen besonnen bleiben. Bewahre die Schwachen, sorge für die Kranken, sei bei allen, die sterben. Beschütze alle, die in Krankenhäusern und Laboren arbeiten, die Kranke pflegen, Kinder betreuen, Ältere versorgen und sich darum bemühen, dass wir haben, was wir zum Leben brauchen. Gib denen eine Perspektive, die in diesen Tagen um ihre Existenz bangen. Stärke die Besonnenen gegenüber denen, die in Fake News, Verschwörungstheorien und Extremismus Lösungen suchen. Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.